Hallo? Hört mich jemand? Ich hab's euch doch gesagt, dass da jemand ist. Ja, ich glaube auch. Ist der das? Du? Hey, da ist sie da unten. Hey, ist der? Und da sind lauter Zombies. Nein! Oh. Wir müssen zu denen runter, wir müssen ihn retten. Schnibbeln. Geh dir runter, ich halte die mit den Schneebällen fern. Wie sollen wir den denn da rausholen? Oh. Hat jemand Spitzhacken dabei oder sowas? Ich hab eine aus Stein. Oh, ich wurde runtergeschossen. Oh nein, Mist and Spark. Pass auf euch auf. Ich bin runtergefallen, ich hab ein Bein gebrochen. Okay. Jafar, ich glaube, wir müssen. Jemand hat mich von hinten runtergestoßen. Ich überlebe. Verdammt! Meine Beine! Oh nein! Kloko, komm runter! Ja, wenn ich jetzt auch springe, ist es smart. Ich esse noch den einen Fisch, dann komme ich. Sag mal, Leute. Ich kann nichts essen. Habt ihr zufälliger Wasser dabei oder sowas? Eine leere Flasche, aber da hinten war Wasser, soweit ich weiß. Wir müssen uns beeilen, bevor mehr kommen. Aber es schaut soweit ruhig aus. Da ist nur eins, das kommt nicht durch. Dann schauen wir mal, dass wir den guten Burschen hier ausbuddeln. Wie ist denn das passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nach diesem stinkenden Zeug da gesucht und ich habe auch was richtig Cooles rausgefunden. Aber irgendwie bin ich jetzt hier reingefallen und meine Spitzhacke ist kaputt. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas hat mich geschubst und ich bin mir gerade gar nicht mal sicher, ob ich euch noch trauen kann, weil ich hinter uns war niemand. Ey, Mr. Spark, ich war das wirklich in dem versprochen. Oh mein Gott, vielen Dank. Leute, schaut mal, was ich entdeckt habe. Er hat das Feuer gefunden. Da ist wieder ein Skelett. Vorsicht! Ich glaube, wir sollten erstmal hier rausgehen, oder? Wir sollen hier raus, ja, ganz schnell. Der Weg nach unten war leicht, der Weg nach oben schon mal gar nicht. Und da ist ein ganz Verrückter. Oh, wer ist der denn? Gott. Was ist das denn? Okay, ich kümmere mich um den Weg nach oben. Hilfe! Ja. Der mag mich ja gar nicht. Oh nein! Mr. Joe! Ja, Leute, mich greift so ein Wesen hier an. Wow. Oh, vielen Dank. Oh, ganz knapp auch schon wieder. Ja, ich habe nur noch 2,5 Herzen, Leute. Ich hab 3. Mir geht's auch nicht gut. Und ich war vorhin auf einem, als wir runter sind. Und ich fange auch jetzt an, langsam zu erfrieren. Es geht schon wieder los. Wir müssen zurück. So schnell es geht. Ja, hier scheint die Luft rein zu sein. Es ist auch noch Tag. Da ist so ein grünes Mistviech. Haltet euch hier am Hügel und dann schräg rauf. Also, wenn mir jetzt niemand etwas zu tragen abgeht, dann war's das für mich. Hat jemand zufällig noch ein Rüstungsteil? Nimm sie meine Hose! Oh, reicht das? Oh, gerade so gerettet. Leute, lasst hier rausgehen, so schnell wie es geht. Ab die Post hier. Ey, ich bin doch nicht so scheiße, wie ich immer sag. Ich hab mich schon Spark gerettet. Hey, Jaffa, das ist drauf. Oh, diese Kälte. Wir müssen ganz, ganz dringend in die warme Höhle zurück und uns mal ein kleines bisschen neue Kleidung machen. Das kann doch nicht sein. Was für eine Höhle? Jaffa ist sehr, sehr gut im Schaf, aber ich hab nichts gesagt. Oh nein. Diese Monster zerreißen einfach unsere Kleidung. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit alles gemacht? Lass dich überraschen. Oh, okay. Ludazzi ist home sweet home, sag ich. Jafar hat schon zu Hause dazu gesagt, unterbewusst. Ja. Klogon sagt, das ist gut, aber ich sag, das ist nicht so gut. So, dann kommen sie rein in die gute Stube hier. Aber ganz wow. Hier, da kannst du mal gucken. Du brennst. Feuer, das bringt dich zum Brennen, musst du aufpassen. Oh, aber willkommen zu Hause. Ja, es ist echt schön hier. Ich sehe, ihr habt also auch schon quasi Feuer entdeckt. Aber ich habe rausgefunden, dass man mit diesem Gestein hier, dieser Kohle, kann man tatsächlich auch sowas hier machen. Das ist so ein kleines mobiles Feuer to go. Und wenn ihr das in die Hand nehmt, könnt ihr damit sogar leuchten. Ey, du Langfinger, gib mir meinen fucking zurück. Ich sag mal so, ich hab ein bisschen Probleme, Leute. Wenn noch einmal so ein Skelett bei mir macht, so ein Feindschießen, ich hab gar nichts mehr an und dann auch Frierung. Meine Hose hat Mr. Spark, ich hab gar nichts mehr. Ja, ein weiser Mann hat mal gesagt, kalte Knie sind die schwersten Knie. Ach ja, das heißt also, wir müssen wieder die kleinen Schafen wegmachen? Ja, ich würde auch sehr gerne eigene neue Kleidung bekommen, weil die von Hose von Jafar, die stinkt ein bisschen. Ey, ich kann ja... Ich erinnere mich, das war die Angst, die ich gerochen habe. Ey, Leute, okay, ich mach das noch einmal, aber das ist ja wirklich der letzte. Nächste Mal muss jemand anders gehen. Ich kann das nicht, die machen immer so süß, meh, und dann, ich kann das nicht. So? Ja, so, genau. Genau so. Jafar, sei tapfer, nimm den alten Weisen mit und ich werde dir Joe zeigen, wo wir bei uns hier gute Fische bekommen. Oh, das ist eine gute Idee. Wir brauchen ganz, ganz dringend neue Kleidung, komm. Okay, aber diesmal ohne Höhengänge, ne? Wir treffen uns wieder hier. Ohne Höhengänge. Und bleib zusammen. Wir bleiben zusammen. Mr. Spark, wir ziehen das jetzt durch. Ja, kennst du noch die Taktik, die ich dir beigebracht habe? Von hinten in den Nacken klatschen. Wir werden einfach durchziehen. Ich guck dir nicht an, umso schmerzvoller wird das dann für dich. Was? Oh, nein, Mr. Schärfen. Oh, hab ich den? Ja. Ich wollte den jetzt nicht wegnehmen. Alles gut, das heißt hier die Schafe oder wir. Einfach wegrasieren. Aber das bleibt unter uns, das sagen wir nicht den anderen Leuten aus der Höhle, dass wir so vielen Tieren machen hier kaputt. Nein, wir haben jetzt so viele Tiere, das sollte doch reichen, um eine ganze Armee einzukleiden langsam. Ja, das stimmt.
um Mr. Kakaoschef. Gehen Sie, solange Sie können. Mr. Spark, den haben Sie nicht gesehen. Gehen Sie weit. Mr. Spark, nee, bitte. Mr. Hier ist noch einer. Ich bitte Sie, lassen Sie Mr. Kakaoschef bitte in Ruhe. Der hat sich anscheinend auch schon eingedingst vor lauter Angst. Mr. Spark, jetzt kommen Sie. Mr. Kakaoschef, geh. Da ist noch eins. Nimm den, guck nicht hin. Genau. Mein kleiner Schokoladenmaus, pass auf dich auf. Lauf weg. Denk nicht dran, ist ein Spark. Keine Sorge, ich lasse ihn. Okay. Ja gut, ich würde sagen, wir können noch mal gucken, ob noch mehr in der Gegend sind. Ansonsten machen wir neue Kleidung und gehen zurück oder so. Mal schauen, wie die anderen so drauf sind, ob die genug zu essen gesammelt haben. Ich hoffe mal wohl, ich habe einen Riesenhunger jetzt mittlerweile, ne? Ja, ich habe sogar noch ein bisschen was übrig, ein bisschen Wegzehrung, aber wir sollten gut ausgerüstet sein. Wir wollen ja versuchen, zurückzukommen und dann müssen wir ein bisschen, ja. Boah, es wird langsam wieder kalt. Einfach mal zurückgehen, let's go. Lass uns zurückgehen. Oh, ich kann sie schon hören, wir sind langsam wieder zurück. Oh, hallo Leute, wir kommen jetzt zurück mit geilem Fleisch und Fellen. Hab ich da gerade Fleisch gehört? Wir haben ein bisschen mehr zu trinken, allerdings haben wir bei Fisch versagt. Wir wurden nämlich unter Wasser von einem Unterwassermonster angegriffen und zwar so richtig. Ich habe nur noch ein halbes Herz gehabt. Ich sag mal so, guck mal. Guck dir das an. Dann tauschen wir einfach, wunderbar. Wir haben, einfach drauf grillen. Ja, Mr. Spark. Ja, so. Ich bin der Kleidermacher. Und jetzt habe ich hier ein Machtwort sprechen. An allen. Wenn ihr draußen seht, Mr. Kakaunschaf, wer den einen Fellen macht ziehen, der kriegt von mir einen ziehen. Das ist jetzt mein Freund, der war ein Kakaunschaf da oben auf den Bergen. Den haben wir gesagt, er kann bleiben. Okay. Alle seine anderen Freunde haben wir aber nicht verschont. Alles klar. Jafar, wird eingehalten. Danke. Dann mache ich jetzt mal für alle neue Kleidung, weil ich glaube, das ist super wichtig. Ja, bitte. Super. Ah, das sind gute neue Kleider. Sehr, sehr angenehm. Oh. Das geht ansonsten nicht. Wir werden komplett zerfetzt da draußen, erfrieren ständig. Wir müssen da was gegen machen. Und endlich sind wir wieder vernünftig ausgestattet. Sehr schön. Ja. Wir nennen die Fellkleidung jetzt einfach La Jafar oder so. La Jafar, die neue Marke. Jafar. Die alte Kleidung, die würde ich euch empfehlen. Nehmt die mit. Wenn ihr da irgendwas zerreißt, dann zieht die wieder an, okay? Ja, machen wir. Leute, wir haben Wasser, wir haben Essen, wir haben eine Unterkunft. Ich würde sagen, so langsam müssen wir mal gucken, wo wir hier sind und was wir hier machen. Also der Plan war eigentlich Richtung zurückzugehen zur Eishöhle, wo wir alle gestartet sind, weil wir müssen mal nach den anderen suchen. Ja. Und wollen wir vielleicht das Lagerfeuer und alles mitnehmen auf dem Weg oder kommen wir nochmal hin zurück? Ich glaube, wir sollten lieber bei den anderen schauen, ne? Wir sollten bei den anderen schauen und gucken, was da ist. Ich möchte auch gerne verstehen, was hier los ist. Ich habe hier irgendwie so ein seltsames Item und ich will wissen, was es damit auf sich hat. Und vielleicht finden wir Antworten da an dieser Höhle, wo wir herausgekommen sind. Jetzt ja, gut. Jeder nimmt mit, was er tragen kann. Lagerfeuer abreißen oder einfach nur löschen. Ja, genau. Wir löschen das. Hier, schaut mal mit rechts einfach Schaufel. Machen wir, habe ich es mal ausgehauen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das weitestgehend mit oder basteln uns ein neues zusammen für die Eishöhle. Vielleicht ist da ein besserer Punkt, wo wir ein bisschen mehr Connection zu den anderen haben. Dann lass uns losgehen, bevor die Nacht anbricht. Vorsicht, Mister, wir sind schon ein bisschen weiter. Wir haben Klumpen in den Schneebällen. Was ist denn das für ein Schneeball? Oha. Ja, Mr. Spark hat wieder schlau gesagt. Richtig. Warum soll man denn einfach nur Schnee werfen, wenn man da auch noch Steine reinpacken kann? Das ist doch viel besser. Ich habe ja auch eine Perle, die kann ich auch... Ah, was war das? Oh. Jetzt gehen wir aber, bevor sie noch spukt. Ich habe Angst jetzt. Der ist auf einmal komisch geworden, der Mann. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zurück durch den Wald nach da oben. Ich habe kein Orientierung. Hier ist echt kein Durchkommen. Oh, warte mal. Wir machen das so. Der Schnee ist hier richtig tief. Nicht einsinken. Nee, alles gut. Mr. Spark, schaffen Sie das denn? Oh nein! Oh nein, Hilfe! Hier ist ein Wer ist das? Hilfe! Oh nein! Was ist das denn? Wer ist er denn? Ein Eingefrorener. Können wir da rausziehen? Helft ihm! Mr. Wow. Er braucht was zum Anziehen. Hat jemand was zum Anziehen? Er braucht einfach nur Wärme. So kalt. Gib die mal. Zieh das hier an. Die Hose, aufpassen. Die riecht ein bisschen nach Jafar, aber. Ist egal, zieh einfach an. Wer sind sie denn? Okay, jetzt schauen wir erstmal, dass wir dich hier in Ruhe rauskriegen und dann klären wir die Frage, wer ist. Bin schockiert. Wir sollten schauen, dass wir in eine Höhle kommen. Wir müssen ganz dringend zurück. Höhle machen wo und bin dann nochmal ein Lagerfeuer anzünden. Kommen Sie einfach mit, wir machen schnell. Komm nicht auf blöden Gedanken, wir haben Schwertern. Ich habe Angst. Ja auch, folgt dem. Hier haben wir eine Höhle, aber ich glaube, das war nicht die, wo wir hergekommen sind. Wo sind wir denn? Es ist alles so kalt. Das erzählen wir gleich, mein Freund. Jetzt erstmal müssen wir uns selber hier auf unser Leben konzentrieren. Oh. Keine Fragen stellen. Sollen wir da brennt Feuer. Gehen? Ja, wir haben keine Wahl. Los, jetzt rein. Ist da jemand noch anders da? Nein, ich sehe niemanden gerade. Oh ja, Wärme. Super. Oh. Toll.
Ich glaube, das ist das Lager von einer der anderen. Wer bist du eigentlich? Mir ist kalt. Ich erinnere mich nur noch irgendwas mit Eiern und O's. Ios 100 heiße ich. Okay. Kroko ist mein Name. Hier drüben haben wir Spark. Hallo. Ihr könnt auch selber Hallo. Vorstellen. Fällt mir gerade so auf. Ja, genau. Mein Name ist Spark. Okay, und Sie? Du stellst mir zu viele Fragen, mein Freund. Erstmal sind wir dran. Du kommst hier in unseren Kreisen. Warum hast du in deinem Namen eine Zahl? Er ist ein Roboter. Weiß es ehrlicherweise nicht. Was ist ein Roboter? Roboter? Dieser Begriff sagt mir auch schon wieder was. Ich hab doch Hände, Füße. Ich bin Joe. Das würde auch ein Roboter sagen. Ja, ich mach nur ein bisschen Show, Mister. Ich bin Jürfe. Okay. Und was machen Sie hier? Warum sind alle so dick eingepackt? Also kalt ist es ja, aber... Warum sind sie hier? Ich habe keine Ahnung. Wir sind irgendwie in der Höhle alle aufgewacht mit vielen Menschen. Und dann kam da plötzlich so ein Viech, hat sich als Gaia vorgestellt und gesagt, dass wir hier überleben müssen. Wir haben alle, glaube ich, keine Ahnung. Oder habt ihr mittlerweile rausgefunden, warum wir hier sind? Alles in dieser Welt will uns ans Leder. Ja, offensichtlich. Lass uns doch vielleicht einfach mal in diese Höhle gehen, weil du bist ja nicht in der Höhle gewesen. Vielleicht kommt dir irgendeine Idee, was das für eine Höhle ist. Vielleicht kommt die dir bekannt vor oder so. Spark, wo war die Höhle? Du kennst dich doch vielleicht aus, oder? Die müsste gleich um die Ecke sein. Ich habe mir den Berg gemerkt. Und es kann schon sein, dass wir noch mal Spuren finden, weil wir sind ja sehr überstürzt praktisch da rausgekommen und losgelaufen. Auf die Suche, Leute. Okay, dann folge ich euch einfach. Ja, Vorsicht, du läufst vor uns auf jeden Fall. Ich behalte dich noch mal ein bisschen im Auge. Hast du das hier schon mal gesehen? Weißt du, was das ist? Was ist das denn? Ja, die ist, der fühlt sich eklig an. Behalte mal. Den Joe mit sich rumschleppt. Was ist das da vorne? Konzentriert euch mal auf den Weg. Da steht eine Inschrift. Für Petrit. Wer ist Petrit? Wer ist Penetrant? Wer ist Penetrant? Was ist das? Das ist Musik. Ich würde es ehrlich gesagt gerne mitnehmen. Das ist ein Schwert. Aha. Du hast ein neues Schwert. Aber du bist nicht Penetrant. Was? Du bist nicht Penetrant, du bist Joe. Gesundheit. Danke. Dann nehmen wir das Schwert von dir einfach und tun das da rein, da freut sich der Penetrant. Meinst du? Das heißt übrigens nicht Penetrant, sondern Petrit. Penetrant. So, wow. Das sieht aber schon ein bisschen anders aus. Boah. Fällt nicht auf. Fällt nicht auf. Komm, wir gehen weiter nach vorne. Das war ein Geschenk. Ja, aber das ist jetzt unfair. Und Geschenk weiß er nicht. Er kennt ja sein eigenes Geschenk nicht. Es sieht nach Zivilisation aus. Auch hier sind weitere Barrikaden gebaut worden. Ist das zwei Schafe? Ist das die Höhle, von der Sie berichtet haben? Das ist die Höhle, wo alles angefangen hat. Da sind wirklich Schafe. Aber ich glaube, die sind extra eingepfercht. Ja, ich halte mich mal kurz zurück. Also Schafe kennen Schafe auch nicht. Ja, ich musste mich schon zurückhalten, Mr. Spark. Das war die Höhle, wo wir gelandet sind. Ey, Jafar, hast du Blut geleckt? Ja, jetzt schon. Hier ging alles los und ich glaube, die anderen haben sich hier so ein bisschen häuslich eingerichtet. Mhm. Oh. Aber ganz ehrlich, man sieht hier halt auch nichts, oder? Ist doch nichts Ungewöhnliches an der Höhle. Haben die eigentlich gar keine Angst, dass der Monster wiederkommt? Ja, wir sind mittlerweile ein bisschen ausgerüstet, oder? Wir haben alle Äxte, wir haben eine Wollrüstung. Ja, ich sag mal so, ich hab kein Schwert mehr. Jetzt, wo wir hier alle so gemütlich beim Feuer sitzen, was hat's hier eigentlich auf sich? Irgendwie verspüre ich Durst, Hunger, wie überlebt ihr hier? Also, du musst zusehen, dass du natürlich sehr viel am Trinken bist. Wir können das Eis teilweise schmelzen oder wir müssen runter an den Fluss. Und dann kannst du diese Flasche mal wieder auffüllen. So. Okay. Das sollte ich hinbekommen. Von meiner Onkel Jürfer, wir haben das Beste vom Besten. Wenn du das nicht ehrst, dann kriegst du nie wieder was von Onkel Jürfer. Hier, guck dir das an. Ey, du Langfinger, schon wieder. Das ist das beste Schärffleisch, was du hier auf dem Planeten siehst. Die Schärfe wurden mit Tränen geschlachtet. Ich grille auch noch mal ein bisschen mehr. Ich habe noch was übrig gehabt. Danke, lieber Jagdgott, für dieses Mal. So schnell bist du zum Gott aufgestiegen, Jafar, schau. Let's go. Knie. Bleib cool. Der heilige Gott des Schafes. Und achte darauf, dass du den aufteilst, ne? Pass auf, der hat noch ein Trauma von ganzen Schlachten. Ja, das glaube ich. Es ist ihm zu Kopf gestiegen, das Ganze. Ich sehe schon eine sehr, 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 sehr verrückte Truppe hier, bei der ich gelandet bin. Warte mal ab, bis du die anderen siehst. Die sind richtig laut immer. Ich habe schon Angst. Und warte mal ab, bis du Gaia kennenlernst. Das war so ein süßer, ne? Mhm. Ganz süßer Fratz. Ja gut, Leute, dann, ich würde Folgendes vorschlagen. Hier scheint ja schon jemand sich breit gemacht zu haben. Wir sollten mal warten und gucken, ob noch jemand kommt. Vielleicht können wir auch so ein kleines bisschen mal rausgehen und die Ecke schauen, weil alleine ist das, glaube ich, auch hier ein bisschen zu hart. Wollen wir einfach mal so uns ein bisschen verteilen, schauen, was abgeht und hoffen, dass der Schneesturm vielleicht ein bisschen nachlässt und noch mal ein bisschen die Gegend uns anschauen. Ja, aber dann sagen wir nicht weiter als 200 Meter. Nicht, dass wir wieder einsuchen müssen. Ich habe keinen Bock auf Wir bleiben in Rufweite. Okay, wir bleiben in Rufweite. Ich gehe in diese Richtung. Hier unten sind Blutspuren, falls ihr noch nicht gesehen habt. Vielleicht kann man denen auch noch folgen.
Perfekt, okay, wir gucken mal. Blut ist nichts für mich. Ja, dann geht nicht zu weit und wir sehen uns. Ja, passt auf euch auf, Jungs. Ciao.